Den frühesten Bericht über Swains Existenz haben wir aus den Notizen eines Krankenhausarztes aus Noxus. Diesen ist zu entnehmen, dass Swain klaglos und ohne zu schreien in die Station humpelte. Sein rechtes Bein war in zwei Hälften geteilt, aus der Haut stach der Knochen hervor. Ein kleiner, mürrischer Vogel schien auf seiner Schulter befestigt. Der Doktor riss vom Schrecken erfasst die Augen auf, als der junge Heranwachsende Fragen über seine Gesundheit und sein Alter mit starrem, ruhigem Blick beantwortete. Weder angesichts des schallenden Krachens, als die Sandgewichte sein Schienbein wieder einrenkten, flackerte sein starrer Blick. Noch zuckten seine Augen beim Aufplatzen seines Wadenbeins. Er lehnte die Empfehlung des Doktors ab, er solle dem inoperablen Schaden an seinem Bein eine magische Behandlung zukommen lassen, bat nur um eine nicht mehr gebrauchte Krücke und schlurfte von dannen. Als nächstes taucht er in Dokumenten des noxischen Militärs auf, auch wenn offensichtlich ist, dass diese nicht vollständig sind. Normalerweise würde ein verkrüppelter Junge mit Schimpf und Schande von der stolzen Legion Noxus vertrieben werden, doch die Aufzeichnungen über ihn belegen, dass der erste für ihn vorgesehene Dienstgrad der eines hochrangigen Offiziers war. Die Männer, die unter ihm gedient und überlebt haben, blieben mit unerschütterlichem Glauben und grenzenloser Loyalität unter seinem Kommando. Er sprang die Hierarchie des Oberkommandos empor, indem er oft aufstieg, wenn Vorgesetzte um Herabstufung ihres Ranges baten, um seiner Einheit zugeteilt werden zu können. Als gerissener Stratege wurde Swain nach jeder Schlacht, die er geschlagen hatte, ausgezeichnet. Regelmäßig hinkte er in innerer Einkehr an der Spitze des Angriffs voran. Sein Aufstieg zur Macht schien unaufhörlich, bis er plötzlich, kurz vor der ionischen Invasion, in den inaktiven Dienst verbannt wurde. Eine verblüffende Entscheidung, die förmlich nach bürokratischen Ränkespielen stinkt. Falls Swain über die Ereignisse, die sich zutrugen, erbost war, zeigte er dies nie. Sein Gesicht war so undurchschaubar, dass überall das Gerücht ging, es wäre eine Maske, die etwas vollkommen Unmenschliches hinter sich verbirgt. Noch mehr Spekulationen gab es um den Vogel, der nie seine Schulter verließ und dessen Namen er nur dem Tier selbst zuflüsterte. Als Demacia seine Präsenz in der Liga ausweitete, wurde Swain umgehend wieder in den aktiven Dienst versetzt. Swain selbst sagte dazu: Wenn du die Fähigkeit zu bitten noch nicht verloren hast, darfst du noch nicht um Linderung bitten.